Also wir von der Region Villach sind sehr glücklich, dass so viele gute Partner heute hier ins Kongresszentrum in Villach gekommen sind, um den Tourismustag zu besuchen. Wir haben tolle Fachvorträge erlebt, viele Diskussionen. Und was mich besonders freut, dass die Hausmesse gut ankommt, dass wir dort viel Interesse haben. Und ich freue mich jetzt auf einen informativen Abend und ich glaube, dass der Tourismustag insgesamt ein großer Erfolg ist. Ich erwarte eine gute Saison 2016 aufgrund der bekannten Faktoren, Sicherheit etc. Und daraus müssen wir Kraft für die nächsten Jahre schöpfen. Tourismustag in Villach. Schön, dass er im Zentrum von Kärnten stattfindet. Wichtig, Austausch von Informationen, Erfolgen, Misserfolgen. Und ich als Hausherr, als gebürtiger Villacher und Skischulleiter auf der Gerlitzen, finde es toll, dass es hier im Kongresscenter in Villach stattfindet und wünsche der ganzen Veranstaltung einen tollen Erfolg. Zu unserer Karte hinzugefügt. Der Herr Klapfenböck wird allen Gästen erklären, was die Karnik-Kabine nicht nur Honig bedeutet, sondern vieles mehr. Es gibt da tolle Führung zu seinen Bienenstöcken. Unser Weidmann und Obmann und Mitglied vom Tourismusverband Finkenstein, der Hubert Baumgartner, proben die Neuerungen der Region Villach-Kart. Jetzt darf ich gleich... Der Tourismustag ist sehr interessant. Es sind wieder mal neue Workshops, es sind neue Themen aufgegriffen worden. Speziell die Regionskarte, die ein ganz, ganz tolles Produkt von unserer Region ist. Auch wir Campingunternehmer können uns wieder mal gemeinsam austauschen, neue Erfahrungen, speziell auch wie der Sommer laufen wird. Laut Informationen auch von uns, es wird der Sommer, ist die Buchungslage sehr, sehr gut. Wir können sehr zufrieden sein und wir freuen uns schon auf einen tollen Sommer. Was auch ein Punkt ist, den ich persönlich immer wichtiger finde, ist die Digitalisierung. Wir bei uns haben auch selber eine neue Homepage. Wir setzen auch verstärkt immer mehr auf Online-Buchen. Es sucht der Gast auch immer wieder und immer mehr online in den Online-Medien und nicht nur in den Printmedien. Und das ist ein Thema, das auch noch sehr, sehr stark forciert werden muss. Also man merkt, in Villach weht ein neuer Wind. Gott sei Dank ein schöner, warmer, positiver Wind. Man sieht es ja nicht nur an der Teilnehmeranzahl hier im Kongresshaus, sondern glaube ich auch an den vielen sehr spannenden und wichtigen Themen. Ich glaube, es ist ja die richtige Zeit, dass genau jetzt diese Dynamik auch in Villach so richtig durchschlägt, weil erstens einmal spielen sehr viele Faktoren wieder für einen Urlaub in Kärnten, für einen Urlaub hier in der Region Villach, Fahrkasse und Ossiasee. Das Thema Geschmack der Kindheit, Regrounding, die Rückerinnerung an Sehnsuchtsbilder der Vergangenheit, vielleicht auch manche Erfolgsbilder der Vergangenheit wieder neu hochzustarten mit Investment, mit intensiver Zusammenarbeit, hier einen Drive zu geben. Das wird heute gelingen und ich glaube, dass wir heuer auf eine sehr, sehr positive Sommersaison blicken können. Geschäft zu holen. Die Website ist ja wie ein Geschäft. Ja? Also das funktioniert schon mal ganz gut. Es geht nicht nur um Website, sondern um die verschiedensten Portale, die da angeschlossen sind, auch zum Beispiel Apps. Ja, es gibt ja... Ja, wir sind sehr froh, dass wir beim Tourismustag vertreten sind. Wir als Kärntentherme sehen das als ganz besondere Aufgabe, nahe bei den Betrieben zu sein, um einfach Nähe zu zeigen, unser Angebot zu präsentieren, und da finde ich das eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Freut mich auch, dass sehr, sehr reger Besuch ist und dass sich sehr viele interessieren. Zukunftsprognose vielleicht für den Sommer. Ja, als Therme wünsche ich mir natürlich einen durchwachsenen Sommer, das heißt immer wieder einige Regentage. Das ist für die Therme natürlich im Sommer ganz, ganz gut. Für die anderen Betriebe ist es natürlich immer besser, wenn es ein kontinuierliches, beständiges Wetter ist. Die Therme ist ja nicht nur eine Schlechtwetteralternative, aber für den Sommer ist es immer toll, wenn es ein paar Regentage gibt.
das belebt das Geschäft in der Therme. Man braucht nicht lange hinzusehen, Kärnten ist ganz einfach schön. Verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus der Tourismuswirtschaft, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott hier am Tourismustag der Region Villach-Fahrgasse-Ossiasicht. Über die kommunale Bauoffensive hier mit 1,7 Millionen im Gesamtvolumen, 50% der Investitionen. Ja, den Tourismustag in seiner heurigen Form finde ich sehr geglückt. Die Kombination aus Workshops, diese Messestände da, auch die spannenden Vorträge, ich glaube, das ist wirklich ein guter Start in die Saison und wird uns von der Stimmung her, von der Begeisterung für den Tourismus, meine ich, gut zusammenschweißen und voll motivieren, weiterzuarbeiten. Wir sind neben der Industrie die Branche, die Geld nach Kärnten bringt, sodass alle leben können. Und das ist, glaube ich, einmal ein wichtiger Signal auch für Sie. Oder mein Seengrundstück doch lieber schnell einmal weitergeben. Es ist 26 Jahre her. Und wenn man weiß, dass in Innsbruck jetzt die Rad-WM ist. Der Tourismustag an sich ist wirklich eine großartige Veranstaltung. Sehr viele Unternehmer und Leute auch aus der Wirtschaft natürlich haben Interesse bekundet. Und da sieht man jetzt dann auch, dass sie auch dementsprechend gekommen sind, um eben wirklich im touristischen Bereich in Kärnten und natürlich gerade bei uns in der wunderschönen Region vielleicht viel weiterzubringen. Es liegt natürlich immer sehr viel an den Unternehmern, an der Kreativität der Unternehmer, dass wirklich hier sehr viel getan wird. Und das finde ich auch sehr gut. Wir versuchen auch natürlich die Innenstadt zu beleben, um den Gästen natürlich aus nah und fern vieles zu bieten. Traditionell ist ja die Region Villach nicht nur die stärkste Region, sondern ist auch die schönste Region. Und diese Strategie, wir sind Kärnten in drei Worten, möchten wir ganz gerne fortsetzen. Ja, heute Nachmittag haben wir Workshops gehabt und ich war sehr froh, dass der Workshop zur Erlebniscard sehr, sehr voll war. Werden wir nachher noch darauf eingehen. Die Erlebnisraumprojekte betreffen natürlich sehr stark das Thema Wandern und Radfahren, die Kulinarik, die Qualitätsinitiative Strandbäder ist genannt worden. Kunst und Kultur sind ja auch einige sehr, sehr spannende Projekte hier in der Region und auch die sonstige Infrastruktur. Ich möchte Ihnen heute Abend das Gesicht der Digitalisierung näher bringen. Oder besser gesagt, sind Sie dann überhaupt fähig, den Gast dort abzuholen, wo er sich bewegt? Das ist eben auch eine der wesentlichen Fragen. Auf welchen Kanälen ist der Gast? Wo können Sie ihn abholen? Kann, was hier multimedial rund um diesen Spot zu sehen ist, wo man Filme sieht etc. Überhaupt Multimedia, Stichwort. WLAN, Multimedia. Das Erlebnis beruht darauf, dass Sie schon vor der Reise einfach signalisieren, was kann der Gast hier in der Destination erleben. Ja, ein großartiger Tourismustag hier in Villach von unserer Region Villach-Fahrgasse-Ossiasse mit sehr vielen Unternehmern. Es hat eines gezeigt, dass die Unternehmer für die Tourismussaison 2016 gerüstet sind. Thema Digitalisierung war hier an erster Stelle. Es hat aber auch gezeigt, dass unsere Unternehmer das bereits verstanden haben und in ihren Betrieben auch schon umgesetzt haben. Ich glaube, dass wir für die Saison eine sehr gute Chance haben. Und wenn man die Motivation heute und die Menge der Unternehmer gesehen hat, dann weiß man, dass wir eine sehr gute Saison haben werden. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in Zukunft hier sehr gut aufgestellt sind.